Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heute wieder eine frisch gepresste Ausgabe für euch hier aus dem Hilton Strand in Helsinki. Denkt dran, dass die Themen frisch gepresst sind. Ja, und heute kommt die Sendung auch etwas früher. Ja, Alekris. Und zwar, die Presse durfte bei Alekris rein. Ich bin nicht eingeladen gewesen. Ich bin noch dann nicht hingegangen. Das ist ja klar, wenn man nicht eingeladen ist, geht man nicht hin. Auf jeden Fall ist dem so, dass man dort Presse reingelassen hat. Dann haben wir als Thema Kalifornien. Die wollen Fast Track verbieten in Form von Clear. Ich erkläre euch, was es ist, aber auch andersrum die Frage, ist das etwas, was wir in Deutschland vielleicht gebrauchen könnten? Wir haben dann positive Nachrichten aus Österreich. Nein, die Kabine, der Streik ist immer noch on. Aber die nächste 787 ist wieder auf dem Weg von Ausland nach Europa. Also das heißt, die war in Manila zur Inspektion, wie das halt üblich ist. Gehen wir auch drauf ein und wir haben noch ein Thema, und zwar haben wir das Thema Passagierrechte in den USA. Da gibt es einen interessanten Vorstoß. Das, was die Biden-Administration umsetzen will, sollte vielleicht auch in Europa Schule machen. Und wir haben als Einstiegsthema für alle, die Amerika mögen, Umsteigen in den USA ist eine große Pain. Man erkennt das ja schon daran, dass bevor man landet, wird 10-mal erklärt, hol dein Gepäck ab. Wenn du durch die Immigration gegangen bist, hol dein Gepäck ab und dann musst du es wieder aufgeben, nachdem du durch den Zoll gelaufen bist. Weil das Konzept in den USA etwas anders ist. Gehen wir auch drauf ein. So, wir haben für euch jetzt natürlich noch immer eine Aufgabe. Die Aufgabe ist es, wie immer, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, Like dazulassen, zu kommentieren, abonnieren, Kanalmitgliedschaft, Fragen zu stellen. Lampenschirm passt, Lampenschirm passt. Also die Nummer, da könnt ihr mir über WhatsApp schreiben. Und ich muss mich bei einigen entschuldigen, ich schaffe es nicht zu antworten. Ich bin ein bisschen im Rückstau heute. Ich mache das, ich arbeite das gleich ab. Aber ich habe nachher noch zwei Calls, also insofern gibt mir noch ein bisschen Zeit. Aber dafür gibt es die Sendung heute früher für euch. Erstes Thema, was wir haben, das ist USA-Reise. Und zwar ist das so, umsteigen in den USA ist ja eine Pain. Ich habe fast schon im Eingang erklärt, wie es geht. Man checkt das Gepäck in Deutschland ein, man checkt es quasi durch. Label und so weiter sind dann dran. Aber man muss trotzdem, wenn man in Los Angeles, wenn man in Washington, wenn man in New York landet, am Gepäckband die abholen, muss die dann durch den Zoll tragen und geht dann wieder nicht nach links oder nach rechts, je nachdem, raus, das haben auch einige aus Versehen gemacht, sondern direkt wieder weiter in die Abgabe, wo man den Koffer abgibt. Und das soll sich ändern. Delta hat gesagt, dass die Umsteigeverbindungen dort möglich sein sollen. Das ist jetzt das Problem gelöst wird, dass man das Gepäck durchchecken darf und kann. Fände ich eine interessante Lösung. Heißt gerade, wenn man umsteigt und man hat Verspätungen, die Schlangen sind lang, gerade wenn es um Immigration und den ganzen Quatsch geht, das ist dann halt ärgerlich. Und so können auch relativ kurze Verbindungen geschafft werden. Ich für mich persönlich, ich habe mit Global Entry, seitdem es das gibt, smooth. Ich warte fast länger auf das Gepäck, als ich auf was anderes warte. Aber es ist früher auch schon so gewesen, dass ich in Los Angeles gelandet bin, wenn ich weiter nach Phoenix geflogen bin, nach Arizona, dass ich einen Flieger früher bekommen habe, wenn das Ganze nicht mit dem Koffer gewesen wäre. Und das ist halt wirklich das Thema, dass man halt damit so lange Umsteigezeiten in den USA hat und damit das Reisen auch fast unattraktiv ist. Wir haben auch Kunden, die zum Beispiel sagen, hey, wenn ich nach Phoenix fliege, ich fliege nach London, von London nach Phoenix, Ende aus Mickey Mouse. Und nicht erst nach Los Angeles und dann nach Phoenix, weil ich mir den ganzen Kofferquatsch spare. Oder man spart sich halt einfach direkt den Koffer, man nimmt dann einfach nur Handgepäck. Deshalb solltet ihr übrigens auch die heutige Folge sehen vom Meilenmittwoch. Der Meilenmittwoch hat nämlich heute auch eine spannende Geschichte. Einen geilen Flug mit der Condor für unter 200 Dollars, ne, Euro, 200 Euro. Nach Amerika, ja, da komme ich auch auf den Koffer wieder zu sprechen. Aber da ist es halt so, dass dann halt wirklich kürze Anschlussflugmöglichkeiten sind. Was auch cool ist, ist zum Beispiel, wenn diese ganze TSA-Geschichte bzw. die Immigration schon in Abu Dhabi gemacht wird. Wenn ich mit Etihad geflogen bin, das war richtig geil. Du gehst in Abu Dhabi durch alles und du kommst dann im Tibet an und du gehst dann durch das Terminal im Prinzip. Das ist richtig weird. Wie man dann halt als Domestic ankommt, das finde ich relativ spannend auch. Aber das Gepäck muss man trotzdem dann nochmal durch den Zoll abholen. Also insofern da von euch dann nochmal
denn die Frage, was ihr davon haltet, wie ihr dazu steht und sagt, ja, das ist toll für euch oder das nicht. Und das soll auch Flughäfen wie zum Beispiel in Frankfurt betreffen. Das heißt also, wenn ihr aus Deutschland kommt mit Delta, da sollte es dann eine Lösung geben. Die Frage ist allerdings, inwieweit das eine Delta-Rule ist, was ich mir nicht vorstellen kann. Das sollte dann quasi auch für alle anderen Fluggesellschaften gehen. Ob das nur für amerikanische Fluggesellschaften ausgerollt wird und dann danach sukzessive für die deutschen Fluggesellschaften. Spannende Frage. Das werden wir dann sehen, ob das dann für alle gilt. Biden Administration. Da gibt es ja immer wieder viele Leute, die sich lustig machen. Und da muss man dann auch ehrlicherweise sagen, vielleicht zu Recht, ich weiß es nicht, ich kann es nicht beurteilen. Aber es gibt einen Vorschlag vom Verkehrsminister der Biden Administration und das ist hier mein Freund von, Department of Transportation, das ist mein Herr Buttigieg. Und er hat halt eine coole Geschichte. Die Frage ist natürlich jetzt, ob man das wirklich braucht. Sagen einige, ich sage ja. Und zwar ist es das Thema, dass man automatisierte Rückerstattung machen möchte. Heißt also, die sollen zurückerstattet werden, wenn Flüge verspätet sind, wenn Flüge gestrichen worden sind, wenn Koffer kaputt, verspätet oder sonst was. Kaputt kann ich mir nicht vorstellen, aber verspätet. Aber hier steht halt Lost Baggage. Und insofern ist es so, dass man jetzt seit Dienstag die Definition Significant Change, also einen signifikanten Unterschied oder Änderung, was das beinhaltet. Und da soll es so sein, dass wenn ein Passagier zum Beispiel reroutet wird von einem anderen Flughafen, als sie gebucht haben, als Punkt, dann weiter die Anzahl an Verbindungen, die man braucht, um dann wirklich an der finalen Destination anzukommen. Heißt also zum Beispiel, wenn man einen Direktflug gebucht hat, dass man dann über zwei Flughäfen fliegen muss. Oder aber, dass Passagiere runter gegradet werden. Das haben wir ja auch schon in der EU alles drin, dass das kompensiert wird. Aber es ist halt einfach so, dass man dort da einen Cash-Refund haben möchte. Und jetzt kommt's, wenn man eine Baggage-Fee bezahlt hat, also wenn der Koffer die Aufgabe bezahlt wird, und dafür würde ich fast schon sagen, hey, ich möchte gerne 50 Euro für den Koffer zahlen, wenn der Koffer innerhalb von 12 Stunden nicht beim Eigentümer wieder ist, also irgendwo verlustig gegangen ist, und auf einem internationalen, also das war Domestic, auf einem internationalen Flug zwischen 15 und 30 Stunden. Das ist so die Geschichte. Und dass diese Refunds da einfach sind und vor allem auch, und das finde ich auch geil, falls der Koffer nicht auftaucht, nach 20 Tagen muss das Ganze dann auf die Kreditkarte oder auf andere Möglichkeiten rückerstattet werden. Einfach knallhart. Kreditkarte ist natürlich ein bisschen doof, wenn man meilenjünger ist wie ich, weil alles, was als Gutschrift auf die Karte kommt, wird dann wieder von den Punkten abgezogen. Hat natürlich das Problem, wenn man dann sagt, nee, das ist aber ein Refund von was anderem, dass das viel Stress macht, um die Punkte nicht zu verlieren. Aber ich denke mal, dass dieser Approach, Jump Through Hoops, also dass man da nicht durch irgendwelche Reifen springen muss, dass das wesentlich kundenfreundlicher ist. Und ich denke mal, dass das wirklich ein Vorteil ist, wenn das automatisiert ist, weil dann braucht man halt nicht mehr klagen. Das ist dann halt wirklich so. Und viele Leute machen es doch gar nicht. Fluggesellschaften sagen, wir wissen ja gar nicht, an wen wir es zurückerstatten sollen. Leute, ihr habt alles. Ihr habt alle Daten. Und das ist ja halt einfach das Thema, dass es in der heutigen Zeit ja eigentlich gar kein Problem mehr ist, so etwas automatisiert zu machen. Und man sollte dann vielleicht beim Reisebüro sagen, ja, du musst meine Kundenkarte eingeben und nicht die Reisebüro-Kreditkarte. Nur so als Stichwort, was übrigens verboten ist. Aber dafür finde ich den Vorschlag relativ cool, diese Automatisierung. Dann braucht man auch nicht permanent hinterherrennen. Und wenn da wirklich knallharte Fristen sind, sagen zack, 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 zack. Viele Fluggesellschaften in Amerika besonders sind relativ gut, was diese Zahlungen gilt. Aber es ist trotzdem immer wieder so eine Art, dass man da hinterherhüpfen muss. Man muss hinterher machen, man muss nachfolgen und man muss halt einfach den Überblick behalten. Da ist halt wirklich besser, dass dieses Ganze automatisiert passiert und wir uns da nicht mehr drum kümmern müssen. Ein Thema, wo ich mich freue, ist, dass die Scheißhausparole wahrscheinlich nicht so ganz, zumindest nicht durchgezogen wird, ich weiß es nicht. Irgendwie hieß es ja, dass die Austrian Airlines vielleicht gar nicht die 787 bekommt, wenn die Kabine und das Cockpit sich nicht einigen, dass die zur Lufthansa gehen. Auf jeden Fall ist es jetzt so, dass eine weitere 787 wieder auf dem Weg aus Asien
zur Lufthansa-Tochter Austrian. Erstmal geht es wieder nach Teruel, glaube ich. Und zwar ist es so, das Flugzeug, die Papa Lima, ist halt nach Europa jetzt zurückzukehren. Die war in Taipei dafür. Weil wenn man ein Flugzeug kauft, ich hatte, glaube ich, Manila gesagt oder sowas, aber auf jeden Fall Taipei, wenn man ein Flugzeug kauft, das gebraucht ist, dann geht das nochmal zur Inspektion in Anführungsstrichen. Dann wird nochmal alles kontrolliert und das Ding auf Vordermann gebracht. Und das ist jetzt passiert. Und jetzt geht das Flugzeug nach Teruel. Und in Teruel soll das Flugzeug dann lackiert werden in den Farben von Austrian Airlines. Also geht man dann bei Lufthansa doch nicht davon aus, dass sie nicht dahin kommen. Und ich bin mal gespannt, dass die Maschine Mitte Juni auf Langstrecke geht nach New York, dass man da halt nochmal die Möglichkeit hat, das Flugzeug auf den Strecken zu sehen innerhalb Deutschlands und Europas. Und diese Kurz- und Mittelstreckenflüge dort dann natürlich auch Spaß bringen. Also insofern hier gute Nachrichten aus Österreich. Hier könnt ihr auch schreiben, ob ihr euch auf die 787 freut oder nicht. Was wir in Kalifornien mögen, ist die Sonne, aber auch Sachen wie zum Beispiel Clear. Ich selber, aber auch die meisten von euch, die keine amerikanische Staatsbürgerschaft haben, die dürfen Clear gar nicht benutzen. Deshalb erkläre ich euch erstmal, was Clear ist. Clear ist, das ist, wenn man das Telefon nicht abstellt. Und zwar Clear ist der Service von den Flughäfen, externe Betreiber, die einen durch die Sicherheitskontrolle vordrängeln. Das heißt also im Prinzip, man geht zum Automaten, lässt da sein Gesicht scannen, Pass rein und dann nimmt ein Mitarbeiter einen zu der Line. Ist im Prinzip das, wenn man TSA pre-approved ist. Und wenn man bei TSA pre-approved ist, dann darf man quasi auch sich da schneller anstellen, ohne dass man die lange Kontrolle macht. Clear ist aber etwas, wo die Amerikaner sagen, das wäre jetzt nicht so ganz sicher in Anführungsstrichen, hätte nicht ganzen Kontrollen und würde auch mehr Stress bereiten. Ich persönlich habe jetzt beim letzten Mal in Los Angeles, habe ich davor auch, habe ich die zwar gesehen, aber da war keiner irgendwie. Und jetzt sollen die halt in Kalifornien auch wirklich verboten werden als Fast Track. Und das ist halt einfach so dieser Concierge Service basically, wenn man das so will, der einen da dann quasi in der Schlange vorlässt gegen Bezahlung. Ist halt etwas, was ich denke, das macht auf der einen Seite Sinn, aber vielleicht ist die Art, wie man das macht und wie man das initiiert, vielleicht der falsche Weg. Ich glaube, dass dieses TSA pre-approved der richtigere Weg ist. Also das heißt, dass wir zum Beispiel in Europa so etwas einführen, man geht mit seinem Pass, registriert sich nochmal, beantwortet nochmal Fragen, wird nochmal sicherheitsüberprüft, so eine Art Luftsicherheitsgesetz, Paragraph 4, glaube ich, war es, dass man da halt wirklich das sicher ist und dass man dann halt auch schnell durch die Kontrollen kommt. Jetzt natürlich mit diesen ganzen CT-Scannern ist es ja auch so, dass man auch fast nichts mehr auspacken muss, es sei denn, man kommt in Tallinn an, die wollen, dass man alle Batterien auspackt. In Helsinki, die lassen einfach alles durchlaufen. Lassen auch mehr als 2 Liter durch, alles wurscht. Aber es macht es natürlich einfach, aber trotzdem, dass man halt wirklich eine Unterscheidung nochmal hat für Leute, die wirklich viel fliegen, die das kaufen können, das ist halt so. Oder halt dann den Leuten, die halt dann am Ende des Tages das reduziert benutzen, halt einmal oder zweimal im Jahr fliegen, die halt dann länger warten. Also ich finde das in dieser Variante wesentlich besser, dass man den Leuten dann auch ein bisschen mehr Rechte vielleicht gibt. Also das heißt, dass man da halt dann diese Fast-Track macht. Aber nachdem wir ja von Dr. Höse zum Beispiel gehört haben, dass es ja Beamtenbestechung ist, wenn man nach vorne kommt, ist das vielleicht auch keine Lösung, die wieder erlaubt ist. Aber hier solltet ihr die Frage des Tages beantworten. Und zwar ist das so, wie viel, das war die Frage von gestern, wie viel Meilen habt ihr? Beziehungsweise von eben, für meinen Mittwoch. Die Frage des Tages heute für diese Sendung ist, sollten wir in Europa auch einen Fast-Track für Vielflieger einführen ohne Airline-Bindung? Das heißt also, war ja diese TSA Pre und so weiter, die heißt wirklich nur, dass man registriert ist bei der Regierung quasi. Also das hat nichts damit zu tun, dass man Senator, Honzug oder sonst was ist, dass man diese Art von Fast-Track einfach wegnimmt, sondern damit dann halt erst wirklich für jeden öffnet, dass man also nicht nur Senator, Gold oder sonst was ist und damit dann halt wirklich, ja, ich sag jetzt einfach mal, sich hochfliegen muss. Hier kann man sich einfach hoch bezahlen. Vielleicht ist das eine faire Geschichte. Da könnt ihr ja gerne mal schreiben, was ihr davon haltet.
Jetzt habt ihr so lange durchgehalten und die Presse hat auch lange durchgehalten. Wenn man überlebt, seit 2017 warten wir auf Allegris. Und eigentlich ist zu Allegris auch alles gesagt worden und auch kommentiert worden. Und die Flieger, die Piloten sind an Bord. Und ich habe mich bei den Freunden von der Aero bedient und beklaut. Danke für die Bilder, ich klaue sie mal. Ich zeige euch mal da zwei Bilder. Nee, warte, das Bild zuerst. Da seht ihr, wie es aussieht in der First Class mit dem Economy Class Sitz. Richtig geil, viel Platz, ne? Also richtig hübsch. Auf dem Boden steht auch, glaube ich, Kaffee oder was das ist. Und dann seht ihr auch, dass die diese schicken Schilder da haben. Warte, da zeige ich euch das. Soon I will have to make way for the new Lufthansa Allegris First Class. Danke nochmal an Aero. Ich kann nur euch empfehlen, lest www.aero.de. Auf jeden Fall, die sagen, dass bei dem Streifzug das natürlich das Erste ist, was man sich angucken muss. Und ich möchte euch nichts weiteres erzählen zu den Recaro-Sitzen. Da haben wir alles zu gesagt, die Zimmsitze und auch die anderen Sitze in der gestrigen Sendung. Aber ich wollte euch die Bilder nicht vorenthalten. Ich denke, dass es relativ lustig ist. Schade, dass man da nicht sitzen kann. Das wären dann quasi Premium-Sitze. Ihr könnt ja hier kommentieren. Frage des Tages dazu habe ich auch nochmal ausgedacht. Bucht ihr schon Flüge, um Lufthansa Allegris kennenzulernen? Also sucht ihr euch extra Flüge aus mit der 350, damit ihr die auch einfach mal erleben könnt. Bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Auf jeden Fall für die Kabine muss es ja geil sein, weil man vorne alles benutzen kann. First Class mäßig Toilette gesperrt, kommt keiner rein, machst einfach Vorhang zu, Ende aus, Mickey Maus. Ne? Gut, damit haben wir die heutige Sendung auch durch. Ich muss wieder weiter in Call. Ist 17 Minuten geworden, nicht länger, es tut mir leid. Aber dafür hatte ich zwei Sendungen. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, Like dazulassen. Und für alle, die auf dem Podcast gehört haben, ich empfehle euch das in Bewegtbild. Da seht ihr nämlich auch die Sitze. Also danke dafür. Bis morgen in Alter und in Frische und frisch gepresste News natürlich, wie immer, von hier. Und Glocke, Like, Kanalmitgliedschaft. Also, bis dann. Danke, ciao. Und der Abspann für euch, wie immer, an dieser Stelle. Thank you.